Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahmesession von Dust in Elysium Tale. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, ich werde jetzt mal wieder eine Runde zocken. Und bisher haben wir ja viel gequatscht und jetzt geht's ein bisschen wieder in die Action rein. Bis zumindest so lange, bis wir ins nächste Dorf kommen. Und ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht auch mal den... Ach, da ist noch ein Schatz. Ach ja, das war ja hinter dieser Wand, genau. Da hatten wir ja diese Wand gehabt, wo wir noch nicht durchkommen, wo wir einen blauen Stein brauchten. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt vielleicht den Schmied finden, um ein bisschen... Na, ah, scheiße, Kette zerbrochen. Das war nicht so geplant. Um uns halt ein bisschen bessere Ausrüstung bauen zu können. Aber natürlich denke ich mal, dass da auch dann uns die Ressourcen fehlen. Wobei, ein Teil müsste uns ja eigentlich bauen, wenn uns der Typ, der uns die Nebenquest gegeben hat, wo wir dem Materialien bringen sollen, nicht belogen hat. So, wo bist du? Da. Komm mal her. Auch du gehst bitte mal weg. So. Hier muss ich auch gestehen, in diesem Gebiet war ich noch gar nicht. Ich bin einfach der Haupthandlung gefolgt in meinem Testspiel. So, ach du Scheiße, da ist wieder einer. Den haben wir wieder einen Riesen weg. Hier kommen wir wieder nicht durch, weil wir nicht klein sind oder uns nicht klein machen können. Das heißt, ich denke mal, wir müssen nach oben weiter raus, so wie es ausschaut. Oh, und da haben wir wieder ganz viele Freunde. Was? Kette zerbrochen? Ah, das Glück hat anscheinend mit dem kritischen Treffer zu tun. Oh, was war das denn? Level up? Sehr schön. Ach, komm her. Alter Lumpen. Hier geht's nach... Oh, da ist sogar noch mehr. Alle umbringen. So, und dann schön alles einsammeln, was runterfällt. Ist auch geil. Ein schöner Geldregen. Oder ein Itemregen. So, wo haben wir denn? Ach, und das sieht so wunderschön aus hier. Ach, du Heiliger. Jetzt müssen wir langsam aufpassen, weil wir werden schon rot. Sobald wir nämlich ganz rot werden, wenn wir die Fähigkeit zu lange benutzen, verletzen wir uns selber. Und das wollen wir ja nicht. Oh, der hat wieder eine Blaupause fallen lassen. So, da geht es dann auch nur nach links weiter. Die Grafik kommt gerade nicht hinterher. Echt wunderschön gemacht, so im Hintergrund diese riesengroßen Statuen. Kommen wir da jetzt hoch? Ne, jetzt kommen wir da nicht mehr hoch. Sonst hätte ich da hinten mal gucken können vielleicht, dass man da vielleicht rauskommt. Das heißt, einmal hier rüber. Ach, jetzt springt der schon runter. Von mir aus auch das. Der hat wieder ein bisschen was gedroppt an Items und wir können mal uns eben aufleveln. Ich bin gerade immer überlegen. Komm, wir nehmen einfach mal Leben. 315 Leben. Haben wir von 188 auf 315. Das ist natürlich auch genial. Nicht schlecht. Ach, guck mal einen an. Hättest du wohl gerne. Mittlerweile weiß ich ja, wie ich euch besser platt machen kann. Einfach den Gegenangriff starten. Oh, was war das? Und das war es hier auch schon wieder. Da haben wir die nächste Speicherstelle. Oh, was ist das denn? Ach, du Heiliger. Oh mein, perfect for a ranged attack. Let me at him. Oh je. Jetzt muss ich auch mit dem Fernangriff arbeiten von Fidget. Na? Au, 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 au. Oh Mann, das war jetzt nicht so erfolgreich. Da stand ja eindeutig zu dicht dran. Wir haben auf jeden Fall ein paar Nägel gefunden. So, hier gibt es einen Schatz, eine Speicherstelle und einen Händler.
Sehr schön. Da haben wir einen getroffen. Gucken wir mal hier eben unten. Da haben wir auch den Händler. Aber erstmal nach oben, bitte. Ach, da waren wir gerade schon. Okay. Da geht's noch höher. Wow. Hab das bald? Oh, shit, 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 shit. Da muss ich echt aufpassen. Und irgendwie treffen... Ich brenne gerade, glaube ich. Warte mal. Na gut. Hat wieder nicht geklappt. Irgendwie schaffe ich das nicht, da reinzuschießen in die Viecher. Aber soll's, einfach mal kurz dran und dann wieder weg von dem. So, ach ne, wir haben nichts mehr zum Leben regenerieren. Moment, was nehmen wir denn da? Gesundheit bringt uns nicht viel. Komm, wir nehmen mal die Hähnchen rein. So, müsste erstmal reichen, zwei Hähnchen reinschmeißen. Wir müssen ja nicht unbedingt dick und fett werden. So, dann müsste hier unten noch irgendwas sein, richtig? Ach, da war nur der Händler. Ah, aber noch ein versteckter Schatz. Wir haben aber keinen Schlüssel mehr. Ist ja super. Was haben wir denn hier? I am here to serve. Da könnte ich doch theoretisch eigentlich mal einkaufen. 40 Gesundheit, 60 Gesundheit. Was kosten die? 200. Wollt ihr mich verarschen? Nee, das spare ich mir noch. Das spare ich mir noch. Das ist mir dann doch noch eine Tacken zu teuer. Händler und Speicherpunkt haben wir gesehen. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall weiter. Die Kiste können wir noch nicht öffnen. Hoffentlich sind wir hier auch auf dem richtigen Weg zum zum Schmied. Weil das ist ja eigentlich das Einzige, weswegen ich hier hingehe. Ach, guck mal, da haben wir schon wieder so einen freundlichen. Oh, müsste mich immer so schocken. Ihr trefft mich nicht, Leute. Oh, und da haben wir den Schlüssel, den wir für das andere, für den anderen Abschnitt gebrauchen könnten. Hier nochmal eine Wand. Mit einem Hähnchen. Gucke ich mich hier erst komplett um. So, das haben wir alles eingesammelt. Ist auch noch einer. Zack. Jetzt finde ich ja praktisch, dass wir die nicht töten müssen, dass sie sich selber sprengen. Mein Gott, ist das ein langer Weg. Gucken wir mal hier hoch. Und der hat natürlich seine... Ach doch nicht. Ich dachte, der hätte irgendwie was verloren, dass wir da unten eben einsammeln können. Naja. Der hat aber was verloren. Das hätte ich ganz gerne. Okay, ist ein bisschen doof, dass ich den Weg jetzt ein paar Mal laufen muss, aber was soll's. Ich muss hier wahrscheinlich eh nochmal wieder zurück, weil ich die Kiste haben will. So, einmal hier und da. Das Gold nehme ich mir auf jeden Fall mit. Davon kann man nämlich nicht genug haben. Ach du Heiliger. Und dann hier hoch. So, hier haben wir wieder Wände. Da möchte ich aber noch nicht raus. Und ich hoffe auch nicht, dass ich... Ah, da ist anscheinend Schluss. Okay, da oben will ich auch noch nicht. Das heißt, wir gehen erstmal zurück, holen uns die Kiste. Huh? Was zur Hölle? Hallo? Ach du Scheiße. Da können wir uns wieder rausporten. Mein Gott. Geiler Geheimgang. Jetzt muss ich nur gucken, welche Kiste nehmen wir denn? Eigentlich will ich hiervon gar keine haben. Ach komm, wir nehmen uns einfach die hier oben. Was soll's? Dann brauchen wir auch nicht wieder zurückrennen. Ach, Scheiß. Au, au. Ja, das war jetzt doof.
Da wollte ich nicht hin. Toll, jetzt sind die Sachen wahrscheinlich weg. Mist. Dass die mich da jetzt extra weghauen mussten, fand ich jetzt doof. So, bring uns da bitte nochmal hin. Ich hoffe, die Sachen liegen da noch. Aber so, ich mein Glück kenne eher nicht. Nein, natürlich liegen die Sachen da nicht mehr. Ach, ist doch scheiße. Und wir haben keine Schlüssel mehr. Ah, dann wieder raus, teleportieren. Und ich denke mal, ich weiß jetzt gar nicht, wo sollten wir denn lang gehen? Rechts oder links? Oh, hast du mich geschockt. Jetzt sind natürlich auch die Viecher wieder da, weil wir halt gerade in einem anderen Bildabschnitt waren. Oh, und da ist gerade das Geld verschwunden. Na gut, dann nach oben. So, da weiß ich jetzt auf jeden Fall, dass wir da nochmal hin müssen. Da war jetzt auch mehr Zufall wie sonst was. Ist da was runtergefallen? Jo. Nehme ich mir auf jeden Fall mit, weil jedes Teil, was wir da einsammeln, bringt uns mehr Leben. Und die für, und hinter den Lebenssachen bin ich auf jeden Fall her, weil das ist, ach Mann, wie blöd war das denn? Da bin ich auf jeden Fall hinterher, weil ihr habt ja gesehen, wie teuer das im Shop ist, die Sachen zu kaufen, deswegen lieber so sammeln. So, jetzt aber. Geht doch. Wo gehen wir lang? Rechts, links? Rechts oben? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach rechts. Vielleicht finden wir hier den Schmied. Okay, da kommen wir auch nicht weiter, weil da ist, brauchen wir den blauen Stein. Den ich auch selber noch nicht gefunden habe. Auf meinem anderen Spielstand. So, da können wir speichern. Das lasse ich jetzt aber erstmal noch sein. So, was haben wir hier? Da kommen wir nicht weiter. Oh, ein Seil. Ich weiß gar nicht, hatten wir glaube ich auch schon. Kann man das kaputt machen? Nee, auch nicht. Krass, wie viel war denn das? Da oben ist auch noch was. Da kommen wir jetzt so nicht hin, wa? Hm. Und da brauchen wir auch den blauen Stein für. Na, ist ja super. Es wird ja immer besser. Da wird es weiter nach oben gehen. Ich will aber erst da oben hin. Scheiße. Da komme ich so gar nicht hin. Hm. Also können wir hier den Schatz auch erstmal nicht benutzen. Weiter nach oben. Da können wir nicht klettern. Hier ist noch eine Speicherstelle. So, und wir müssten auch bald wieder Level Up haben. Es ist ja gerade echt schlechtes Wetter. Das finde ich auch ganz gut gemacht, also mit dem schlechten Wetter. Das, man sieht eigentlich dann auch nicht ganz so viel. Oh, wenn das nicht ein Fehler war. Ich glaube, wir hätten auch so drüber gekonnt. Oder? Mal eben gucken. Hallo? Ah, okay. Dann gehen wir eben da hoch. Die Läden sind wieder aufgefüllt. Gehen wir da runter? Ah, da liegt irgendwas. Ich hab's genau gesehen. Da war was. Müssen wir etwas mehr zur Seite. So. Jawohl, ein Schlüssel. Haben wir schon mal wieder einen. Ich glaube, dann machen wir da auch den Geheimraum nachher mal wieder eine Kiste auf. Wenn wir jeweils wieder zurückkommen. Uah. Ah, und ich glaube, jetzt habe ich den nächsten Fehler gemacht, weil da hätten wir, glaube ich, hochgekonnt, wenn wir über die Viecher drüber gegangen wären. Ja, ungefähr so. Jetzt habe ich mich wieder selber geröstet. Aua, hör auf zu brennen. Ja, ich denke mal, so wären wir da auch hochgekommen. Naja, was soll's. Hoffentlich gibt's hier
den Händler jetzt. Ach, da können wir runter. Whoa, hello there. Ah, Erfolg freigeschaltet. Die Schmiede vom Schützenpass. Wie geil sieht der denn aus? Wutperücke. Easy there, Chief. Everyone, calm down, please. So, you were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? No, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. So, what brings you to this far outside Aurora? I'm assuming that's where you're from. I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet ya. I'm Haley, and this is my brother, Maddie.